Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongoz Jakob von Infrakta und ich bin in Death, also Tiefe. Das ist dieses Wochenende auf Steam. Zumindest das ganze Wochenende, aber ein Tag dieses Wochenende frei. Ja, und wenn es irgendwo was kostenlos gibt oder einfach mal zum Testen, dann gucke ich mir das gerne an. Und ich habe noch nicht ganz verstanden, was ich hier... Ach, jetzt, okay, Blut und Gold, gut. Taucher beschützt Steve, während er Schatztresore knackt. Heil zum Schiff. Haie, die Taucher dürfen nicht lebend entkommen. Bewege die Mauschen her, um sich in ein Kiefern zu töten. Das ist ja abgefahren. Es ist ein Multiplayer-Spiel und ich spiele Taucher gegen Haie. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so gut finden soll, weil es gibt halt so viel geistig minder bemittelte Menschen auf der Welt, die sowieso schon irgendwie denken, Haie wären irgendwie bösartige Monster, statt einfach nur große Knorpelfische, die halt abends was essen. Ja. Boah, alles klar. Ich nehme Hai. Nö, lass mal das mit den Peilsender hauen. Okay, 4 Taucher gegen 2 Haie. Also cool aussehen tut das, ja. Alles klar. Das Spiel gefällt mir. Ich finde Haie super coole und hochinteressante Tiere. Aber so wirklich gut gematcht, gebalanced ist er scheinbar noch nicht. Also wenn die Taucher zusammenbleiben und sich gegenseitig Deckung geben, knallen sie halt jeden Hai sofort ab. Also es ist ja eh so, dass ein Hai keine Chance hat wirklich gegen einen Mensch, der vorbereitet ist. Das heißt ja nicht umsonst, letztes Jahr sind irgendwie jetzt immer, auf diesem Bild aber ich glaube, einen hatte ich kurz in der Schnauze, oder? Auf diesem Bild ist ein Tau, ein Mensch zu sehen, ein Hai, der eine ist ein blutrünstiger Killer und der andere ist ein Fisch. Ja, weil letztes Jahr irgendwie so viele Millionen Haie getötet wurden und auf bestialische Art und Weise ja die Flossen abgeschnitten bekommen, dann wieder ins Wasser geworfen werden, wo sie dann elendig verrecken. Weil irgendwelche seltsamen Menschen essen gern Haifisch-Flossensuppe. Aber das sind meistens auch so Leute, die sich gern Tigerpenisse reinziehen oder den Speck von Walen oder sowas. Es gibt so viel gestörte Arschgeigen auf der Welt, das ist unfassbar. Thank you.
möglichst bei dem anderen dabei bleiben, sodass wir quasi sie das Feuer nicht auf einen konzentrieren können. Aber der andere schwimmt halt immer extrem schnell weg. Also von wie das Spiel gemacht ist, hier von den Fischschwärmen, von dem Geräusch, hier von der Karte, finde ich das echt cool. Da gibt's nichts, ja. Aber vom Balancing finde ich es noch so lala. Es ist echt nicht leicht, die zu fressen. Jawohl, einen habe ich erwischt. Ah, Mr. Quick ist gut scheinbar. Der hat direkt mal zwei erwischt. Dafür haben die jetzt auch bessere Waffen. Coole Szenerie. Wo bin ich denn hier gerade? In Avis oder was? Übrigens ein cooler Film. Der gibt so richtig klaustrophobische Ängste und so. Jawohl. Hab einen. Fast.
So, jetzt koordinieren wir das mal. Wow, der Mr. Quick ist echt gut. Der räumt die wirklich weg. Also was mit der Mine ist, keine Ahnung. Oh, ein Zitteraal. Werde ich vergiftet? Ja, Strahlung oder irgendwie sowas. Funktioniert quasi. Okay, Sieg der Taucher geborgen, Schätze, Blut und Gold. Ja. Was soll ich jetzt zu dem Spiel groß sagen, gell? Ihr habt es ja gesehen. Ja, ganz nett. Also es ist auf jeden Fall ein ganz nettes Spiel. Ist mal wirklich ein ganz anderer Ansatz. Mir gefällt es gut, wie die Unterwasserwelt gestaltet ist. Die Atmosphäre. Ich denke halt, dass die Zauberer... Ach, die Zauberer, ah, wie geil. Bei welchem Spiel war ich denn gerade in Gedanken schon wieder? Nein, also ich finde, dass die Taucher... Zauberer, geil. Das nächste Mal tauchen gehen, muss ich den Jungs das erzählen. Also ich gehe nicht auch sehr gern tauchen. Eigentlich schieße ich nicht auf Haie, sondern ich mache Bilder. Also ich schaue mir gern die Unterwasserwelt an und finde es gut, wenn sie erhalten wird. Deshalb zum Beispiel schaut mal die Seite an von Sea Shepherd. Ja, den spende ich als Geld. Das ist eine Organisation, die finde ich sehr geil. Deshalb bin ich eher bei den Schutz von Haien zu finden und nicht bei Jagd auf Haien. So. Um mal ein klares Statement zu bringen. Also so von der Atmosphäre gefällt mir das alles, wie gesagt, sehr gut. Nur finde ich, dass die Taucher halt zu stark sind mit der Bewaffnung. Die müssen halt wirklich nur zusammenbleiben, das Feuer konzentrieren, dann machen die mit zwei Schuss einen Hai platt. Andererseits ist das natürlich alles Übungs- und Trainingssache. Deshalb ist es auch immer schwierig, wenn ich jetzt irgendwie schon sagen soll, so und so ist das Spiel. Es gibt halt verschiedene Hai-Sorten. Vermutlich, vielleicht hatte ich auch einfach nicht den richtigen Hai oder ich habe es halt einfach nicht raus. Dieser Mr. Quick, der da mit mir mitgespielt hat, der war richtig cool. Der hat ja mehrere Taucher erwischt. Der hat es offensichtlich schon besser drauf. Dementsprechend würde ich sagen, alles Übungssache. Dann kann man auch als Hai ordentlich was reißen. Schenkelklopfer. Und ja, wenn euch das gefallen hat, schaut es euch doch selbst mal an. Ich gehe jetzt weiter ins nächste Spiel. Das hier behalte ich aber definitiv mal im Hinterkopf. Das fand ich auf jeden Fall mal was sehr anderes.
Gut, gut. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Und esst keine Haifischflossensuppe, ja? Hört auf mit so Scheiß. Ich will nichts davon hören. Gibt's direkt das, gibt's Fratzegeballer, ja? Da kommt Monty vorbei, gibt's Fratzegeballer. So ein Scheiß will ich nicht hören. So was macht man nicht, ja? Lass die armen Haie in Ruhe und esst nicht ihre Flossen. Gut, also dann, viel Spaß. Tschüss.